Servus zusammen bei Gipfelschluck, heute mit der Radtour Zürich-Luzern. Mit ordentlich vielen Höhenmetern geht's durchs wunderbare Veloland Schweiz. Wir sind beim fünften Tag der Tour, der uns durch die Berner und Luzerner Voralpen führt. Im Bild direkt das erste Steigungsschild. Hinauf zum Schallenbergpass geht's. Es folgen zwei weitere größere Steigungen, hinauf zum Salvidili und zum Glaubenbielen, bevor die Route uns zum wunderschönen Zahner See führt. Auf dem Weg zum Schallenbergpass eröffnet sich schon schnell nach den ersten Höhenmetern ein wunderbarer Blick über die Berner Voralpen und die Berner Alpen im Süden. Die Route führt teilweise auf fahrenden Straßen, aber auch auf asphaltierten Wirtschaftswegen, auf denen sich's wunderbar dahinrollen lässt. Steilere Stücke wechseln sich immer wieder mit flacheren Passagen ab. Auf der Passhöhe auf 1167 Meter wartet natürlich ein Gipfelschluck und mal wieder eine wunderschöne Aussicht auf uns. Im 3D-Flug hier die Passage von Thun bis zum Schallenbergpass. Unterwegs sind wir heute mal wieder auf der nationalen Veloland-Route Nummer 4, die Alpenpanorama-Route. Nach der Passhöhe geht es rasant hinunter ins Tal der Emme. Sehenswerter Zwischenstopp auf der Abfahrt wäre die Reblochschlucht. Bevor wir in Schangnau ankommen, wo es selbstredend jede Menge Optionen gibt, Käse zu kaufen. Von Schangnau aus geht es bei moderater Steigung hinauf durchs malerische obere Emmental bis zum Ausflugsziel Kemmeriboden. Danach wird es wieder steiler, es geht hinauf zum Salvidili. Auf dem letzten Teil der Steigung dominieren unbefestigte Wege die Route, teilweise sehr holprig. Auf einem besonders steilen Stück kann man durchaus zur Entscheidung kommen, ein schwer bepacktes Fahrrad ein paar hundert Meter einmal zu schieben. Insbesondere dann, wenn der Versuch, dennoch hochzuradeln, damit endet, mit dem Bein in den Hinterlassenschaften der angrenzenden Kühe zu landen. Einwandfrei! Beim Salvidili angekommen, gibt es natürlich den nächsten Gipfelschluck heute. In der 3D-Animation sehen wir noch einmal den Wegabschnitt vom Schallenbergpass durchs obere Emmental bis zum Salvidili hinauf. Inzwischen sind wir im UNESCO-Biosphärenreservat Entlebuch angekommen. Die Abfahrt wird dominiert vom etwa 6 Kilometer langen Gebirgsstock Schrattenfluh, bekannt für seine wilden Karstfelder. Nach der kurzen Abfahrt gelangen wir schnell zum Skiort Sörenberg, wo die letzte Steigung hinauf zum Glaubenbielen auf uns wartet. Mit 450 Höhenmetern auf 6 Kilometern wartet noch einmal ein ordentliches Brett auf uns. Nach etwas leichterem Beginn geht es mit überwiegend zweistelligen Prozentzahlen Richtung Passhöhe. Die eigentliche Passhöhe beim Glaubenbielen ist nicht besonders sehenswert, sodass wir beim Parkplatz etwa 1 Kilometer und 50 Höhenmeter vor dem höchsten Punkt die obligatorische Pause einlegen. Zur Sicherheit gibt es einfach zweimal Gipfelschluck, einmal Gipfelbier beim Parkplatz und einmal Flachmann bei der eigentlichen Passhöhe. Einwandfrei. Die Abfahrt bietet einen wunderbaren Blick über den schönen Saaner See, aber auch einen guten Bremsentest. 1130 Höhenmeter auf 13 Kilometer gilt es zu vernichten. Super sportliche Veranstaltung, wenn man in die Gegenrichtung fährt. Im 3D-Flug nur noch einmal die Strecke über den Glaubenbielen bis zum Saaner See. Tag 5 unserer Tour endet auf dem Campingplatz Zahnen mit einem erfrischenden Bad inmitten des Panoramas des wunderbaren Saaner Sees. Am
Folgetag steht dann nur noch die finale Schlussetappe unserer 6-tägigen Radtour an. Von Zahnen rollen wir ohne größere Höhenunterschiede nach Luzern. Bereits zum zweiten Mal während unserer Tour radeln wir am Alpnacher See vorbei. Von hier aus kann man einen Ausflug auf den Hausberg von Luzern, den Pilatus, 2128 Meter hoch unternehmen. Es führt hinauf auf die steilste Zahnradbahn der Welt mit einer Steigung von maximal 48%. Auf dem letzten Wegabschnitt folgen wir natürlich auch wieder einer Velolandroute, eine Route, auf der wir natürlich auch schon mal unterwegs waren während unserer Tour, die Nummer 9, die Seenroute. So, das war unsere Radtour über 400 Kilometer, 6500 Höhenmeter durch die Schweiz. Die Landschaft und die Höhenmeter sprechen für sich, einwandfrei. Die Planung der Tour mit der Webseite Veloland, super einfach. Klickt einfach die Routen durch, man kann super alles verknüpfen, Infos abrufen, einwandfrei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst gerne eure Kommentare, abonniert den Channel, gebt den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.